Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich neue wöchentliche Aufträge. Woche 2 sind neu rausgekommen und ich würde sagen, fangen direkt mit dem ersten Auftrag an. Und zwar durchsuche Behälter bei Eis Eisel. Das ist auf der Karte ganz genau hier oben. 3 Stück, 25.000 XP. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir müssen insgesamt 3 Behälter aufmachen und das wird ja ziemlich schwer sein, aber es werden wir schaffen, denn es landen hier sehr, sehr viele Spieler, wie ihr sehen könnt. Und hier, wir machen einfach mal hier. Behälter sind einfach Munitionskisten, Truhen, so Leute. Über mir wird eine sein, aber die wird nicht kaputt gehen. Okay, hier ist eine Truhe. Öffnen wir einfach. Somit haben wir auch direkt 2 von 3. Und wir müssen insgesamt 3 Truhen öffnen. Hier ist noch eine. Öffne ich. Somit haben wir 3 von 3 und diesen Auftrag auch schon mit abgeschlossen. Machen direkt weiter mit dem nächsten Auftrag. Den zweiten, und zwar in mehrere Gegner mit einem Sturmgewehr. 15 Spieler, 25.000 XP. Wir müssen dafür ein Sturmgewehr finden. Dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich habe jetzt ein Sturmgewehr gefunden und damit muss ich jetzt versuchen, Gegner zu eliminieren. Und wir fangen direkt mal an, dann sehen wir uns gleich wieder beim ersten Kill. So Leute, hier ist ein Gegner und ich versuche mit Sturmgewehr zu eliminieren. Ich empfehle euch, das Ganze in Grubenkeil zu machen, da habt ihr schon on spawn, also direkt wenn ihr landet ein Sturmgewehr, da könnt ihr direkt respawnen und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir diesen Auftrag abgeschlossen haben. 15 Kills mit einem Sturmgewehr zu machen. So Leute, hier als Beispiel. Unter mir ist ein Gegner. Ich gehe jetzt einfach mal in seinen Box rein und versuche ihn mit einem Sturmgewehr zu eliminieren. So. Und ich habe ihn auch eliminiert, somit habe ich auch 1 von 15. Hier ist noch ein Gegner. Habe ihn eliminiert, somit haben wir 2 von 15. Und das Ganze macht ihr so lange, bis ihr 15 von 15 habt, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal gleich wieder. Leute, aber es gibt auch verschiedene Arten von Sturmgewehr, wie zum Beispiel Sturmgewehr mit Zielfernrohr, damit könnt ihr auch Kills machen, oder Trommelgewehr, das ist auch ein Gewehr, also ein Sturmgewehrart, also nicht vergessen, aber es gibt hier auch, wie gesagt, noch Scheibensturmgewehr, damit könnt ihr auch die Kills machen, also es gibt nicht nur die normale Sturmgewehr, sondern verschiedene Arten. So Leute, ich habe jetzt 15 Gegner mit dem Sturmgewehr eliminiert. Und somit habe ich auch diesen Auftrag abgeschlossen. Der nächste Auftrag, und zwar überlebe Sturmphasen, 15 Sturmphasen. Was ihr dafür machen müsst, ihr seht, Sturm 2 von 5. In jeder Runde könnt ihr 5 Sturmphasen überleben. Also wenn ihr es machen wollt, dann müsst ihr drei Runden spielen. Einfach mal bis das lila Kreis auf dem weißen Kreis komplett dran ist und der weiße Kreis kleiner wird. Da habt ihr eine Sturmphase abgeschlossen, 15 Stück. Da habt ihr auch diesen Auftrag abgeschlossen, Leute. Der nächste Auftrag, und zwar lege Distanz beim Rutschen zurück. 200 Metern, 25.000 XP. Und ich zeige euch einen Tipp. Geht zu einem Berg am besten, wie der hier. So. Ich hoffe, wir schaffen das. Okay. Wir sehen uns gleich. So, ich bin jetzt oben. Was ihr machen müsst, ladet euer Sprint. So, jetzt einfach mal springen und runterrutschen. Und ihr seht, wir machen sehr viele Meter. Wir haben jetzt schon 100 von 200, Leute. Ihr könnt das auch hier machen, natürlich. So. Ihr seht das hier. Wir haben 144. Ihr könnt auch die ganze Zeit den hier machen, wenn ihr wollt. Die müssen nicht vom Berg. Aber es war ein Tipp. So geht es dann schneller. So, einfach die ganze Zeit, bis wir diesen Auftrag abgeschlossen haben, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ein letztes Mal. Okay. So, und ihr seht es, wir haben diesen Auftrag auch dann somit abgeschlossen, Leute. Der nächste Auftrag, und zwar, den habe ich schon abgeschlossen, Triffgegner mit Angriffen aus über 30 Metern Entfernung. Und was ihr dafür machen müsst, nehmt am besten dafür jetzt ein Sturmgewehr oder auch ein Sniper, wie ihr wollt. Dann müsst ihr Gegner aus weiter Distanz einfach mal treffen. Ich zeige euch das mal hier kurz. So, hier läuft jemand rum. Das sind 65 Metern. Einfach mal anhitten. Ihr müsst die 15 Mal treffen. Da habt ihr auch diesen Auftrag abgeschlossen, Leute. So, hier einfach mal wieder treffen. Könnt ihr auch gerne eliminieren, aber ihr müsst ihr einfach mal ein paar Mal treffen, wie schon gesagt. Da habt ihr auch diesen Auftrag abgeschlossen, Leute. Dann würde ich sagen, kehren wir zurück zur Lobby.
Und er hatte, wenn ihr wöchentliche Aufträge abschließt, dann bekommt ihr auch natürlich hier Belohnungen. Ihr seht das hier. So, einfach mal einfordern mache ich das. Und wie bekommt ihr die? Einfach wöchentliche Aufträge machen. Und ihr seht es hier bei Dynamo TNTina. Bekommt ihr dann auch, freischaltet ihr ihr Stil frei, wenn ihr mehrere Aufträge abschließt. Also hier, nach ein paar wöchentliche schaltet ihr die frei. Und ja Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glocke aktiv, dass ihr kein Videos mehr verpasst. Dann würde ich einfach mal sagen, war's mit dem Video und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao, ciao.